Ja, hallo, ihr Lieben, Christian Schemeyer, Pathotherapeut, Coach und so weiter, Psychologe. Ähm, weiß jetzt nicht genau, ob der Code noch gilt. Anfang 20 habe ich so einen Code gerade: 20% auf meine Kurse, kannst du es ausprobieren. Ähm, und produziere oft so ein bisschen vor. Und wir haben heute das schöne Thema, ähm, eine andere Frau informieren darüber, was für einen bösen Mann du gedatet hast. So, hallo Christian. Ich bin äh, 56 und war ein paar Jahre mit einem Mann zusammen und habe nach zwei Jahren herausgefunden, dass er mich die ganze Zeit betrogen hat und er schon sein Leben lang sexsüchtig ist. So was. Äh, ich dachte, ich hätte gut gewählt, weil er eine langjährige Ehe hinter sich hat und danach eine langjährige Beziehung. Und dachte, er ist bindungsfähig. Ich quäle mich trotzdem sehr, weil ich dachte, es ist ernst mit uns. Äh, ja, Mann, das tut mir echt leid. Ich so Scheiße. Ich habe immer deutlich gesagt, dass ich eine feste Beziehung will. Ja, hier ist schon der erste Fehler. Also offensichtlich hat er gar nicht gesagt, dass ihr fest zusammen seid. Und ja, also ich weiß nicht, wann du jetzt auf meine Arbeit gekommen bist, aber so für die Zukunft. Wenn du eine feste Beziehung willst und der andere muss sich das, das jahrhundertelang überlegen, ein hey, hasta la vista, next, tschüss, aus die Maus, tschüss, Sikowski, hier ist die Tür. Und nicht, was du hoffentlich nicht gemacht hast, zwei Jahre lang mit ihm rumdiskutieren, ob ihr eine komische Beziehung habt, dann muss man davon ausgehen, dass dann auch jemand anders ist. Und er hat sich lange Zeit gelassen und meinte immer, er will es ernst meinen und sich dann erst einlassen Date nicht solche Männer, echt wirklich. Und äh, sie auch, also ist ja in Ordnung, wenn du auf ihn sauer bist, aber sie auch deine Spielfläche. Warum äh, hampelst du dich so lange ab mit jemand, der gar, gar keine feste Beziehung will? Du willst aber einer, so, ne? Das muss man sich dann auch fragen, ne? Ähm, aber scheinbar hat er dir das, äh, ich vermute mal, dass, dass er dir, äh, dass du nicht davon ausgegangen ist, dass er noch eine weitere Frau ist oder vielleicht hat er da sogar angelogen. Ich weiß es jetzt nicht die ganzen Details, eine ganz kurze Mail. Äh, aber ja, also wenn jemand andere Beziehungsziele hat und ihr kommt überhaupt nicht überein. Hasta la vista, Baby Next. Hier ist die Tür. Hier ist dein Koffer. So. Ähm, ich. Ich will jetzt sind wir auseinander und er hat zu einer seiner Sexfrauen wieder Kontakt und hat mir jetzt gesagt, dass er sich auch in eine neue Frau ernsthaft verliebt hat. Also hör mal, ich weiß, wie gesagt, nicht, wie lange du schon meine Arbeit kennst, aber es ist alles jetzt, was ich. Nicht das, was ich sagen würde. Ich würde sagen, kein Kontakt, keine Information. Wieso kann er dich noch mit weiter mit so einem scheiß voll hier, wenn er jetzt datet und dich weiter verletzen? Warum gibt es ihm diese Möglichkeit so, ne? Ich überlege die ganze Zeit, ob ich diese Frau informiere. Nein, ich würde es nicht machen, weil es ist. Also jetzt, du bist gekränkt, du bist verletzt. Und ähm, ich meine, du musst machen, was du machen willst, aber ich, das finde ich persönlich nicht eingespielt was welche sauber halten. Das ist für mich so ein bisschen Auge um Auge, Zahn um Zahn, so jetzt halte ich es dir auch mal heim und ich würde das nicht machen, weil das hält uns in diesem Täter-Opfer-Kreislauf, so, ne? und äh, weiß ich nicht jeder ist auch für sich verantwortlich irgendwie das sind ja erwachsene Menschen hier und ja äh, ich glaube ich wäre froh gewesen wenn mir damals jemand gesagt hätte was eigentlich los ist wie siehst du das das weiß ich nicht so richtig aber es kann natürlich sein dass du froh gewesen wärst aber ich also ihr könnt ja mal schreiben was ihr dazu denkt hier unter dem Video ähm, ich rate einmal von ab also ich, weil sich wirklich aus diesen toxischen Energien raushalten, ist meiner Ansicht nach auch sich raushalten aus, ähm, aus dem Ego. Und ich weiß nicht, prüf das mal für dich. Ich will das jetzt überhaupt nicht unterstellen. Prüf es mal für dich, ob es dann ja auch eine Menge Ego drin ist oder ob es wirklich so: Ja, ich will nur jemand anders warnen, was für ein böser Mensch das ist. Und ähm, habe da nicht so ein gutes Gefühl. So sag ich ganz ehrlich. Hacks ab, äh, weiß nicht, ich mach meine Kurse, Umprobung des Liebeschips, äh, Standards und Dealbreaker, dass hier sowas nicht mehr passiert. Und brich den Kontakt ab, dass der dich dann nicht weiter nervt irgendwie, weil da wird der ja immer wieder zu dir. Also du wirst ja auch in seinem langen Tagebuch jetzt stehen unter den Sexfrauen. Und nicht, dass er dich dann auch wieder irgendwo ein, aber ich würde solche Kontakte, keinerlei Energie wieder, das ist auch so ein Grund, du investierst weiter Energie in diesen Kontakt, indem du da so, so, so eine Aktion fährst, das ist auch, also, und ich würde diese Kontakte, würde ich einfach behandeln, wie sind sie nicht mehr da sind, ich würde ihnen wirklich nicht mehr die Zeit, keine Zeit des Tages geben, das irgendwie mit Energie zu versorgen, so, ne, das würde ich machen. Und äh, ich weiß nicht, aber habe auch keinen Impuls. Vielleicht ein bisschen lustig bei meinem Job immer Leute zu retten und die wollen dann gar nicht gerettet werden. Und oh, nee. Aber letztlich musst du es wissen, deine Entscheidung, und bin gespannt auf eure Kommentare. Und wir werden es bald wiedersehen.